Ich glaube, Arminia Bielefeld ist ein ganz, ganz besonderer Club. Wir haben schon, glaube ich, unsere eigene DNA und ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang gesagt. Arminia Bielefeld, das ist Blut, Schweiß und Tränen. Das trifft es, glaube ich. Hier laufen die Dinge ein bisschen anders. Hier sind die Dinge sicherlich auch manchmal ein bisschen schwieriger und manchmal gehen wir auch den zweiten Weg. Aber wir gehen den Weg und den Weg, den wir jetzt seit 4 Jahren gehen, der ist, glaube ich, auch der richtige. Wir haben es geschafft, den totalen Crash vor einigen Jahren zu vermeiden und versuchen einfach, ja, Arminia Bielefeld sukzessive weiterzuentwickeln. Ich neige nicht dazu, diese Dramen und diese Blut-Schweiß-Tränen-Geschichte und diesen Mythos zu bedienen, weil man neigt dann dazu, eine Art sich selbst erfüllende Prophezeiung, das nächste Desaster herbeizusehen. Ne? Ich kann das natürlich auch bestätigen, diese Aufs und Abs, nicht zuletzt dann natürlich mit dem dramatischen Relegationsspiel im letzten Jahr, wo uns im Prinzip die Nachspielzeit, die Teilnahme an der zweiten Liga gekostet hat. Ja, sehr, sehr emotional immer alles, was hier um den Verein ist, aber auch sehr, sehr viel Herzblut und das, glaube ich, macht den Verein auch so attraktiv. Ja, Blutschweiß soll es immer geben, weil das steht für harte Arbeit, dafür wollen wir auch stehen. Ich hoffe auch, wenn Freudentränen.